Moin Leute, ich heize ja mit Luft-Luft-Wärmepumpen oder halt auch Klimaanlagen genannt. Und ihr seht hier diese Panasonic, die benutze ich, die soll über das ganze Jahr hinweg so 5,2 Mal effizienter sein als eine Stromdirektheizung, also zum Beispiel Heizlüfter oder Infrarot. Und ich versuche heute das nachzumessen, also ob dieser Wert stimmt, und schauen wir es uns an. Also los geht's. Also ihr seht hier den Raum mit 2,5 mal 3 mal 4 Metern ungefähr. Also es sind ziemlich genau 33 Kubikmeter Luft. Und hier liegt ein selbstgebauter Temperatursensor drin, der den Temperaturverlauf, der hier so passiert, auf meinem PC loggt. Ich mache jetzt das Fenster auf, lasse den Raum runterkühlen, und zwar auf Außentemperatur. Und dann lasse ich diesen Radiator, den ihr hier seht, und diese Klimaanlage nacheinander den Raum um 5 Grad erwärmen. Natürlich lasse ich den Raum nach jedem Test immer wieder auskühlen. Während des Heizens messe ich dabei, wie viel Strom die verbraucht haben, und zwar mit diesem einfachen Steckdosenmessgerät, und schreibe mir das dann auf. Die Klima muss ich dafür elektrisch umleiten, das könnt ihr hier auch sehen, und ich bitte euch, das nicht nachzumachen, das ist halt sicherlich nicht so mega safe, ja. Damit alles möglichst vergleichbar ist, werde ich noch folgende Dinge machen. Ja, das erste ist, ich mache die Jalousien runter wegen möglicher Sonneneinstrahlung. Dann mache ich den Ventilator an, damit sich die Luft möglichst gleichmäßig verteilt im ganzen Raum. Okay, los geht's. Ja, fangen wir mit dem Radiator an. Also um 9.44 Uhr ging es quasi los mit dem Ding. Ich habe das Teil dann erstmal auf der Einstellung 750 Watt gestartet, da das auch ungefähr die Leistung ist, die die Klimaanlage zieht. Und da das aber super lange gedauert hat, habe ich dann irgendwann so um 10.02 Uhr auf 2250 Watt hochgestellt, also maximale Leistung. Und um 10.25 Uhr waren dann genau diese 5 Grad erreicht, die ich wollte. Und der Radiator hat dafür circa 1,1 Kilowattstunden benötigt. Okay, jetzt die Klimaanlage. Als erstes wieder lüften, damit wir Außentemperatur haben. Und ich habe dieses Mal den Test sogar zweimal gemacht. Und zwar einmal im Automodus der Klimaanlage und einmal im Powermodus. Der Automodus war erheblich leiser, da die Lüftung der Klima halt ziemlich niedrig war. Im Automodus ging es dann um 11.22 Uhr los, und um 11.40 Uhr habe ich dann die 5 Grad Steigerung erreicht. Es waren sogar 5,26 Grad. Also ein klein bisschen mehr, als ich eigentlich wollte. Die Klimaanlage hat dafür jetzt in diesem Modus 0,25 Kilowattstunden gebraucht, und circa 18 Minuten hat es gedauert. Das ist natürlich insgesamt verdammt schnell, und man merkt, der Energieverbrauch ist viel, viel geringer als bei dem Radiator. So, jetzt nochmal der Test im Power-Modus, ja. Und das fand ich echt interessant, was da rausgekommen ist. Um 10.48 Uhr habe ich die Klimaanlage angeschaltet, und im Power-Modus war es dann um 10.58 Uhr tatsächlich schon vorbei. Also es ging echt schnell. Und die Klima hat dafür gerade mal 0,1 Kilowattstunden gebraucht. Also das ist wirklich extrem wenig. Da war ich jetzt tatsächlich selber ein bisschen überrascht. Zusammengefasst kann man jetzt hier sagen, im Automodus hat die Klimaanlage ungefähr 4,4 mal weniger Strom verbraucht als der Radiator, und im Power-Modus 11 mal weniger. Das ist halt ein echt krasser Unterschied, und jetzt lass mal ein bisschen spekulieren, wo das herkommen kann. Ja, warum einmal 11? Warum einmal 4,4 mal besser? Also das fand ich jetzt irgendwie schon echt interessant. Okay, ganz ehrlich, das hat sogar mich überrascht, muss ich echt zugeben. Die Messung, die ich hier mache, hat natürlich ihre Grenzen. Aber welche das sind und wie die Unterschiede überhaupt zustande kommen, darüber habe ich mich mit Physikprofessor Hundhausen unterhalten. Wir haben uns echt den Kopf zerbrochen, weil das tatsächlich gar nicht mal so einfach ist. Und ich nenne euch jetzt mal hier unsere Gedanken. Ja, das ist echt interessant, finde ich. Das erste ist, die Lüftung des Innengeräts der Klimaanlage war im Power-Modus natürlich viel stärker. Also da hat er richtig Saft gemacht, und es war richtig laut. Im Automodus scheint das Ding eher auf leise, also auf niedrige Lautstärke zu gehen. Da hat man fast gar nichts gehört. Ist dann aber auch wirklich sehr wenig gewesen. Also ich persönlich hätte es sogar manuell höher geschaltet. Die Stärke der Lüftung quasi, also die durch das Innengerät der Klimaanlage geht, die hat natürlich massive Auswirkungen auch auf die Rücklauftemperatur des Kältemittels. Und damit dann am Ende auch irgendwie auf den Kompressor und auf dessen Kennfeld. Ja, also die Drehzahl zum Beispiel, welche Drücke der dabei erreicht und welche Wirkungsgrade er auch dabei erreicht. Wie die Klima jetzt mit dem ganzen Kram genau umgeht, das können wir echt nicht sagen. Das hängt von den Algorithmen innerhalb der Klimaanlage ab.
Auf jeden Fall hat das Aufwärmen im Automodus fast doppelt so lange gedauert und die Leistung war tatsächlich relativ ähnlich. Es ist auch interessant. Der zweite Punkt ist, dass bei der stärkeren Lüftung die Wärmeverteilung natürlich nochmal etwas besser ist. Also es kann bedeuten, dass die warme Luft einfach schneller beim Sensor ankommt oder sich günstiger und schneller verteilt. Wobei ich halt, wie gesagt, auch einen Ventilator in dem Zimmer anhatte und der hat schon ordentlich Wind gemacht, also der Effekt dürfte eher klein sein. Und hier ist auch noch zu sagen, der Radiator hat auch einen Lüfter drin. Also auch der war natürlich an, damit es möglichst fair ist. Der dritte Punkt. Möglicherweise gab es Unterschiede in der Sonneneinstrahlung auf das Außengerät der Klimaanlage. Ne? Das kann ja wirklich sein. Also da ich das Teil natürlich jetzt außen nicht permanent überwacht hatte und ich hatte ja auch die Jalousien zu, lässt sich das kaum ausschließen. Also ich weiß es tatsächlich nicht genau. Das kann natürlich was ausmachen, dass zum Beispiel bei dem zweiten Test, bei dem Power-Test irgendwie dann einfach ein bisschen mehr Sonneneinstrahlung war und dadurch das Außengerät mehr Leistung, also mehr externe Leistung abbekommen hat und das dadurch ein bisschen schneller ging. Das kann ich halt einfach alles nicht ausschließen und ich weiß die Größe der Effekte hier aber auch nicht wirklich. Unterm Strich ist das natürlich eine relativ ungenaue Messung mit vielen Fehlerquellen, wie ihr hier gesehen habt. Aber besser kann ich es hier halt zu Hause nicht realisieren und ich fand es trotzdem mega spannend. Und ein bisschen was sieht man ja schon. Also man kann zum Beispiel erstmal sehen, dass das Prinzip der Luft-Luft-Wärmepumpe ganz gut funktioniert und dass die Herstellerangaben anscheinend aber auch mit Vorsicht zu genießen sind und auch durchaus von der Einstellung abhängen, die ihr da habt. Ja, Riesenfrage, ab wann lohnt sich denn jetzt eigentlich so eine teurere Klimaanlage? Ja, die Klima hat jetzt bei mir ungefähr 800 Euro gekostet. Das war ein relativ teures Gerät, aber das geht günstiger. Die habe ich bei shopklima.it bestellt. Keine Verbindung zum Shop. Ich bin, wie gesagt, immer normaler Kunde da. Also ich habe jetzt nichts davon, das hier zu nennen. Und zusätzlich habe ich nochmal 150 Euro fürs Installationsmaterial bezahlt. Die Klima leistet so ungefähr 3,6 Kilowatt an mittlerer Heizleistung. Das steht zumindest auf dem Gerät drauf. Und ein günstiger Radiator im Vergleich kostet halt echt viel, viel weniger. Der kostet vielleicht 50 bis 70 Euro, wobei im Moment die Preise natürlich mega krass variieren. Das ist halt super gestört im Moment, deswegen diese ungenaue Angabe. Selbst wenn ich jetzt zwei davon nehme, bin ich immer noch, um auf dieselbe Heizleistung zu kommen, oder dann wäre ich ja sogar ein bisschen drüber, bin ich in der Anschaffung immer noch viel, viel niedriger. Da wäre ich noch 7 bis 8 Mal günstiger als mit der Klimaanlage. Jetzt kann man mal fragen, ab wann rechnet sich denn der Unterschied so ganz grob? Ja, so ganz exakt können wir es nicht, aber grob kann man es schon ausrechnen. Nehmen wir einfach mal die 100 Euro für den Radiator und 950 für die Klimaanlage. Dann müssten wir also ungefähr 850 Euro einsparen, damit sich der höhere Preis dann amortisiert hat. Und wenn wir jetzt 36 Cent für die Kilowattstunde Strom annehmen, was momentan der mittlere Strompreis ist, dann müsste ich halt 850 Euro durch 0,36 Euro pro Kilowattstunde, wären dann 2361 Kilowattstunden einsparen, damit ich das raus habe. Damit man diese 2300 Kilowattstunden an Heizleistung, fand ich jetzt schwierig einzusortieren. Zum Vergleich, ein Einfamilienhaus braucht so grob 33.000 Kilowattstunden an Heizleistung pro Jahr. Also sind die 2361 tatsächlich nicht so wahnsinnig viel. Das war mir jetzt tatsächlich noch ein bisschen zu unkonkret. Jetzt natürlich die Frage, wie lange kann ich mit dem Radiator heizen, bis sich die Klima ungefähr amortisieren würde. Und dazu machen wir nochmal eine kleine andere Rechnung und das habe ich hier schon fertig gemacht. Das seht ihr hier auf dem Bild. Da könnte man erkennen, wann genau der Punkt erreicht ist. Und zwar ist er dann erreicht, wenn die blaue Linie diese Nulllinie kreuzt unten. Dann ist die Klimaanlage tatsächlich günstiger. Was heißt das jetzt konkret? Ich nehme jetzt mal die Leistungszahl von 4,4 an oder umgangssprachlich 440% Wirkungsgrad. Damit müsste ich dann grob 700 Kilowattstunden mit dem Heizlüfter heizen und dann wäre die Klimaanlage tatsächlich besser. Bei 2 Kilowatt Heizleistung heißt das, nach 350 Stunden Heizen hat sich die Klima ungefähr amortisiert, ganz grob. Also damit habt ihr vielleicht mal so eine Hausnummer, eine ganz grobe Einordnung, wo man da so liegt. Also fürs kurze Heizen, für hin und wieder mal, wenn man es wirklich nicht oft macht, ist so ein Radiator unter Umständen finanziell sinnvoller. Wenn ich jetzt viel oder oft das Ding nutzen will, dann kann man echt darüber nachdenken, das mehr Geld auszugeben und dann halt zu sparen. Kurz vor die Nerds, warum habe ich die 4,4 genommen? Weil das in meinen Augen eine relativ realistische Zahl ist. Das hatte jetzt auch wirklich nichts mit der Messung zu tun. Die Zahl schwebte mir nur gerade im Kopf, deswegen habe ich die jetzt genommen. Die saisonale Leistungszahl bei meiner Klimaanlage ist mit 5,2 angegeben. Ich denke aber, dass die nicht wirklich erreicht wird im Jahresmittel. Deswegen habe ich jetzt einfach ein bisschen weniger genommen. Das war jetzt, ne, kann natürlich pro Gebiet oder je nach Anwendung schwanken. Das könnt ihr dann ja aber auch selber gerne ändern und nachrechnen.
jetzt noch was echt wichtig ist, ja. Schaut es euch mal an, dann, wenn ihr das verstanden habt, dann checkt ihr auch, wann so eine Wärmepumpe eigentlich Sinn macht und dass zum Beispiel solche Dinge wie Hochtemperaturwärmepumpen mit viel Vorsicht zu genießen sind, ja. Ich erkläre es euch mal gerade. Beim Heizlüfter erwärme ich mit dem Strom einfach einen Draht und treibe zusätzlich einen Lüfter an. Und das war's. Damit bekomme ich ungefähr das, was ich an Strom reinstecke, als Wärme wieder raus. Also wenn ich eine Kilowattstunde an Strom da reinstecke, kriege ich auch ungefähr eine Kilowattstunde an Heizleistung da wieder raus. Also so ungefähr ein Wirkungsgrad von 100% tatsächlich. Ja, da fragt man sich, ja besser geht's doch gar nicht. Und doch, das geht tatsächlich. Die Klimaanlage oder jede andere Wärmepumpe nutzt den Großteil des Stroms nämlich, um die Wärme von außen, also wirklich von außen, nach innen zu pumpen. Und ja, das funktioniert auch bei Minustemperaturen. Ich erkläre euch das bald nochmal mit Professor Hundhausen zusammen, damit ihr das versteht. Das ist auch kein Hexenwerk oder so, das ist ganz einfache Thermodynamik. Was aber jetzt wirklich wichtig zu verstehen ist, dass wie gut das funktioniert, also dieses Pumpen nach innen, das hängt davon ab, wie viel Temperatur die Wärmepumpe anheben muss. Als Beispiel, ich habe zum Beispiel 11 Grad draußen und ich will es innen ungefähr 20 Grad heiß haben. Dann habe ich ein sogenanntes Delta T, also 20 minus 11 von 9 Grad Celsius. Und je höher das ist, desto ineffizienter die Wärmepumpe. Also wenn es außen zum Beispiel kälter wird oder wenn es innen wärmer werden soll, dann wird die Wärmepumpe ineffizienter. Das ist einfach so. Aber wie viel ist denn jetzt so maximal möglich? Gibt es überhaupt ein Maximum bei der Wärmepumpe oder kann ich unendlich viel erreichen? Und es gibt ein Maximum tatsächlich. Und das seht ihr hier. Das ist das, was physikalisch maximal möglich ist. Mehr geht nicht. Wenn die Teile ohne Verluste arbeiten würden auch nur, ja. Also das heißt, das erreiche ich nicht wirklich. Aber das ist zumindest mal eine Hausnummer, wo ich weiß, okay, also viel mehr geht sowieso nicht. Das gilt auch für Hochtemperaturwärmepumpen oder für kaskadierte oder Klimaanlagen, whatever, scheißegal. Also für jede blöde Wärmepumpe gilt das. Das ist einfach so. Ihr seht jetzt, ne, je mehr ich an Temperaturdelta, also je mehr ich halt irgendwie schaffen muss, desto schlechter ist das Ganze. Deswegen gilt auch für Hochtemperaturwärmepumpen und wie auch immer die momentan heißen, die müssen ein großes Delta T schaffen. Also man kauft ja in der Regel genau so ein Ding, um sowas zu machen. Also ich will eine hohe Vorlauftemperatur haben oder sowas. Und damit werden die zwangsweise schlechter. Da kann ich nichts machen. Und deswegen macht das eigentlich nur in speziellen Fällen Sinn. Aber wie gesagt, dazu kommt bald nochmal ein genaueres Video. Da erklären wir euch das alles nochmal im Detail. Okay, alles klar. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da und ein Like, wie immer. Und vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Also ihr seht jetzt hier den Raum, wo ich das Ganze mache. Der hat so ganz grob 2,5 mal 3 mal 4 Meter.